Vor 25 Jahren hat Trapattoni hier in München seine berühmte Wutrede gehalten. Die war super. Können Sie sich noch daran erinnern? Wenn ja, an was? Oh, da war das mit Flasche leer. An was erinnern Sie sich noch davon? An Flasche leer. Sie haben gespielt wie Flasche leer. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder hat gespielt Basler, oder hat gespielt Trapattoni? Was fällt Ihnen denn noch aus seiner Wutrede ein? Wie erinnern Sie sich dran? Was erlauben Sie, Strunz? Ja, was erlauben Strunz zum Beispiel? Und ich glaube, dann war das schon. Sehr viel mehr ist nicht hängen geblieben. Strunz! Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlauben Strunz? Schon ungewöhnlich, dass ein Trainer so aus der Haut fährt. Was haben Sie denn damals gedacht? Vollkommen verständlich. Ab und zu würde ich mir das auch wünschen, einfach mal das, was man denkt, wirklich sagen zu dürfen. Ja, weil man ist ja so eingekesselt einfach von den Konventionen, dass man eben einfach immer politisch korrekt sich verhalten soll und muss. Ja, und so, dass einfach viele Dinge natürlich im Untergrund trotzdem brodeln. Müssen zeigen, ja, ich will Samstag, diese Spieler müssen zeigen mich, es sei der Fels, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen! Das hat ja sozusagen Eingang in den deutschen Zitatwortschatz gefunden. Ja, aber was ist denn das andere Zitat? Was war denn das andere? Wir haben fertig, oder? Ja, ich habe fertig. Genau, ich habe fertig. Nehme ich jeden Tag bei meinem Patienten. Was sagen Sie? Ich habe fertig. Ich habe fertig. Entschuldigung.